Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von unserem Filmvlog. Na, Fifi? Na? Ja, Kallio. vorletzte Woche hatte ja ein neues Projekt gestartet. Und zwar der Filmvlog. Also mit dem lieben Fildurin, das ist er, ja. Und mit dem machen wir den Vlog. Genau. Eine neue kleine Anlaufstelle, je nachdem, für Informationen, aber auch für Fragen und Antworten, wenn ihr also irgendwelche Fragen und Vorschläge habt. Also eigentlich genau für solche Zwecke. So, jetzt schieben wir den mal ein bisschen auf die Seite. Na du? Ich habe mir ein bisschen die Kommentare von euch so auf die Seite geklaut, was ihr so geschrieben habt. Katja? Ja, nicht ja. Na komm her da. Wenn dann schon hier. Okay, Phil ist heute nicht ganz so kooperativ. Ah, okay. Er hat was gefunden. Okay, nein, nicht. Okay, nicht in der Scha. Also, heute ist er kompliziert. Guck mal. Warte mal. Wir müssen jetzt erstmal hier Aufwärmarbeiten machen. Ne? Also, hier müssen erstmal die Aufwärmarbeiten her. Damit der liebe Phil befriedigt ist, sag ich mal. Und dann können wir mal auf die Themen eingehen, die sich so seit dem letzten Filmvlog ergeben haben. Ja, Katze, es ist sehr schön, dass du deinen Schwanz in die Kamera streckst, aber die Leute sehen dich nicht. Komm, einmal umdrehen. So, da guck. Da, 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 da. Okay, heute ist es ein kleines bisschen komplizierter mit ihm. Ich sehe schon, ich sehe schon. Ja, ich habe noch nicht die perfekte Kameraeinstellung für sowas gefunden. Rein theoretisch müsste ich von hinten filmen. Da werde ich mir die Tage dann mal Gedanken drüber machen, wie wir das am besten machen. Dass das alles ein bisschen leichter, ja, ist. Genau. So. Okay. Er hat auf alle Fälle schon mal Leckerlis entdeckt. Er merkt also schon mal, es gibt Leckerlis. Na, Katze. Na, Katze. Oh, da wird geschmust. Oh, da wird geschmust. Katze, ich finde das total klasse, dass du die Ga. Nein, nein. Rüssel raus. Rüssel raus. So, jetzt komm, wir müssen das jetzt logistisch anders hier veranstalten. Also, wie ihr schon seht, der Füllflock gestaltet sich nicht immer so einfach. Das dauert immer ein bisschen, bis wir das raus haben. So, jetzt drehen wir uns einfach mal einmal um. Ja, bitteschön. Genau. So, genau, der Füllflock mit dem lieben Fildurin. Er fühlt sich jetzt gerade verarscht. Ja, da ist es. Da ist es drin. Muss es nur aufmachen. Weißt du, dass du das kannst? Ja, da! Da, guck. Auf. Na, nein. So, guck. Da, auf. Und wieder zu. So, jetzt kannst du das selber aufmachen. Du kannst das, ich weiß das. Das passt ihm jetzt nicht. Ja, ich habe mich unheimlich gefreut, dass das Feedback bei euch so unheimlich cool war. Also es war wirklich fast po nur positives Feedback. Katze, das ist die falsche Richtung. Die Kamera ist ja. Ich muss die Kamera andersrum hinmachen, definitiv, sonst wird das schwierig. Da, guck. Guck. Drehen uns nochmal um. Jo. Dann lernst du es vielleicht. Lernst du es? Und? Drei, zwei, eins. Ja. Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will. Sehr schön. Nee, das Feedback von euch war wirklich unheimlich toll. Hat mich so tierisch gefreut, dass es so gut bei euch ankam. Und ja, ich möchte mit euch einfach mal so ein bisschen durchgehen, was denn so in den Kommentaren stand. Also es gab ja wirklich immens viele Kommentare. Das war extrem. Und das hat mich tierisch gefreut. Und ich will einfach mal gucken. Ja, nicht quer durch die ganze Gegend schieben. Dann ich mache mal wieder zu. Jack. Und zwar meinte zum Beispiel die Katja Ignan, ja, Julchen, Phil ist super süß und gerne öfter mit ihm. Vielleicht mal ein typischer Tag von Fildorin ist schon mal eine weitere Idee, so aus seiner Sicht. Und der Daniel Pichel meinte, ja, das wäre dann ein echter Phil-Vlog. Katerchen hat es auf jeden Fall verdient, so in den Mittelpunkt gerückt zu werden. Per se könnte man das tatsächlich mal machen. Das Problem ist, ihr würdet nichts zu sehen bekommen, außer fressen, draußen schlafen, fressen, hier drin schlafen, fressen, weg sein, keine Ahnung wo, fressen, draußen schlafen, fressen, hier drin schlafen, die ganze Zeit so im Kreis. Mehr macht er nicht. Sag mal, schieb das Ding doch nicht durch die ganze Pampa. Guck mal, du kannst es doch selber aufmachen. Sehr gut. ich werde mal meine Gedanken darüber machen. Ich meine, ich habe ja auf die Kommentare alle geantwortet. Ich werde mal meine Gedanken darüber machen, inwieweit das machbar ist, dass wir sowas mal tun, so aus seinem Blickwinkel. Da kann ich allerdings noch nichts versprechen. Dann hieß es von Marlon Geiger: Erzähl mal von der Gamescom im nächsten Video. Tatsächlich.
ist auf der Gamescom nicht viel passiert. Gamescom war dieses Jahr, ich habe ein paar Workshops gehabt und ich habe mich mit ein paar Publishern getroffen. Und ich habe mir tatsächlich nur einen, bei einem Stand habe ich mich angestellt, das war von Bethesda zum Thema, wow, jetzt hast du es geschafft, oder? Zum Thema, was war das nochmal? Dishonored und Prey, glaube ich, genau. Das war das Einzige, wo ich mich angestellt habe und seitdem nirgendwo anders. Und ansonsten nur mit Leuten getroffen. Das heißt, ich habe euch eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich habe einige von euch getroffen und auch viele meiner Kollegen wieder getroffen und habe auch recht viele, ja, mit recht vielen Publishern geredet. Das war es dann aber auch schon dieses Jahr auf der Gamescom. Also es gab sonst für mich nichts. Deswegen, Gamescom, ich kann euch wirklich nicht viel erzählen. Ich habe auch so gut wie keine Fotos dieses Jahr gemacht. Ich habe kein Video dieses Jahr gemacht. Ja, ich habe mich nur mit ein paar Leuten getroffen und das war es halt eigentlich schon. Dementsprechend, Gamescom, ich meine, ich bin am Donnerstag und am Freitag beide Male einige Stunden in einem Workshop gesessen. Da ist also schon mal einiges an Zeit verloren gegangen. Was natürlich jetzt nicht total verloren ist, weil man hat ja dadurch ja auch Dinge gelernt. Aber ja, so viel zum Thema Gamescom. Also ich kann euch wirklich kaum was darüber erzählen. Ansonsten, ich finde das Videoformat toll. Als Frage für den Blog hätte ich, ob es vielleicht mal wieder mehr Unboxings wie damals von der Knobelbox geben soll. Katja, red ich darüber. Ja, dann können die Leute auch deine Entpackungskünste sehen. Jetzt hat das gecheckt, dass da was drin ist. die Knobelbox ist ja nicht mehr in diesem Abo-Modell, wie es es vor einer Weile mal gab. Das heißt, man bestellt die sich halt selber einfach. Wenn man eine möchte, bestellt man sich eine. Es gibt kein Abo-Modell mehr in dem Sinne. Deswegen hat sich das mit der Knobelbox leider erledigt. Also wenn ich solche Boxen mal habe und ihr könnt mir ja vorschlagen, was es so an Boxen gäbe, dann kann ich die ja mal anschreiben, ob ich da mal eine Box dafür kriege. Beispielsweise Loot Raider oder so, dass man die halt einfach mal fragt, ob die uns eine Box zur Verfügung stellen. Natürlich artgemäß mit Phil. Hast du es jetzt offen? Jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du es offen. Jetzt ist wieder zu. Verarscht. Also wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, was solche Boxen angeht, könnt ihr es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Dann schreibe ich die mal an und frage mal nach, ob ich eine Box bekomme. Und tatsächlich sind mir die meisten Boxen einfach zu teuer, um da jedes Monat Geld dafür auszugeben. Aber das können wir gerne mal machen, wenn ihr mir sagt, welche Boxen euch interessieren. Ich kann mir mal vorstellen, dass sowas wie Loot Raider und sowas euch sicherlich interessieren könnte. Okay, jetzt hat er es überstanden. Jetzt ist offen. Ja, jetzt halt, hast du dir verdient. Ne? Hast du dir verdient. Und wenn ich jetzt fies bin, mache ich jetzt wieder zu. Haha. Also, ich habe nichts geplant, was solche Unboxings angeht, aber wenn von euch irgendwelche Vorschläge da sind, gerne, dann gucken wir einfach mal, was sich da realisieren lässt. Dann, die Muse hat gemeint, hallo Julian Philfil, ist das ein neuer Ort für den Hashtag AskJulaTrin? Auf jeden Fall eine schöne Idee und es ist süß, wie du mit Philfil spielst. Aber vor allem ist es gut, eine informative Anlaufstelle für deinen Kanal zu finden. Mich würde ja interessieren, ob du Spiele auf der Gamescom angetestet hast. Da sind wir eben schon bei dem Punkt. Nein, ich habe überhaupt keine Spiele auf der Gamescom angetestet. Ich habe hauptsächlich ein paar so ein bisschen angeguckt. Im Indie-Stand und so habe ich ein bisschen geschaut. Das war's. Oder ob du allgemein ein Auge auf Spiele geworfen hast. Ja, tatsächlich, auf Spiele habe ich diverse Male so ein bisschen hingeäugt. Vor allem in der Indie-Ecke waren sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Spiele. Und ja, mal gucken. Mal gucken. Tatsächlich kann ich dir gar nicht wirklich großartig Namen nennen. Ich habe auf der Gamescom so gut wie nichts geguckt. Oh, ich kann sie müde. Ich kann sie hinlegen. Also es gibt ein, zwei Spiele, auf die ich so ein bisschen geschaut habe. Aber ich habe die Namen gerade nicht im Kopf. Das ist das Problem. Ja, guck mal. Wenn die Kamera mal sehen, was du da immer für wie du dein Gesicht immer verziehst, wenn man dich damit streichelt, ne? Ja. Ich habe meinen Notizblock vergessen, habe ich mir ein paar Spiele aufgeschrieben. Was war das für ein Spiel? Also tatsächlich muss ich sagen, die Indie-Ecke hat mich am meisten interessiert. Da waren ein paar sehr, sehr schöne Spiele da. Von den anderen Spielen habe ich überall gar nicht wirklich geguckt. Das ist irgendwie so, keine Ahnung. Ich fand die Gamescom dieses Jahr leider auch von der Gamescom ein solches her leider gar nicht so toll.
Also es gibt tatsächlich, fand ich, die Gamescom dieses Jahr selber irgendwie langweilig. Der Indie-Stand war nett oder der Indie-Bereich und ansonsten war es das aber auch schon. Da war nichts irgendwie, wo ich gesagt hätte so, oh mein Gott, scheiße, aber da muss ich ja 4 Stunden anstehen, aber ich würde das gerne. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Deswegen, keine Ahnung, ist irgendwie alles ein bisschen doof gewesen dieses Jahr. So, und an der Stelle ein wunderschönes, ja, High-Professional-Standbild, denn einen der wichtigsten Punkte aus Muse-Frage habe ich natürlich dezent vergessen zu beantworten im Filmvlog. Deswegen kurzes Standbild. Die Muse meinte eben, ob das jetzt eine neue Anlaufstelle für den Hashtag AskGülertrin wäre. Das ist eine Sache, die wir in Minecraft hatten, wo die Leute halt Fragen stellen konnten und auch Themen vorschlagen konnten, die im Minecraft-Part selbst dann beantwortet wurden. Und das ist eine sehr schöne Idee. Vor allem macht es das ein kleines bisschen leichter, die Fragen dann auch zu finden. Gerade wenn es sehr viele Kommentare sind, die Fragen zu finden, die wir dann eben im Filmvlog nehmen. Deswegen hätte ich gesagt, nehmen wir einfach den Hashtag AskPhilPhil. Ich habe euch das auch nochmal unten in die Videobeschreibung reingepackt. Und wenn ihr diesen Hashtag in eurem Kommentar verwendet und eine Frage dazu schreibt, dann wird diese Frage vermutlich, also ich denke, nur in Ausnahmefällen nicht. Oder wenn es wirklich viel, 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 viel zu viele sind, dann beantworte ich es aber in den Kommentaren auf alle Fälle. Dann könnte diese Frage eben, wenn ihr diesen Hashtag verwendet, vielleicht im nächsten Filmvlog drankommen. Genau, so, Startbild Ende. Weiter im Text. Danke, Mius, für den tollen Vorschlag. Ja, was gibt's ansonsten? Ich habe auf Twitter mal kurz so eine kleine Rundfrage gemacht, so. Habe geschrieben, so, ich nehme jetzt gleich Phil-Vlog auf, ihr habt 10 Minuten Zeit, Vorschläge zu bringen. Da kommt von dem lieben Mako von Masterboot Records, klärt die Leute bitte auf, was eine Fettbämme ist. Ich habe vergessen, was eine Fettbämme ist, Scheibenkleister. Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Und was du so von Geocaching hältst. Geocaching ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich weiß nicht, ob ihr Geocaching kennt. Wer sich mit Pokémon Go beschäftigt, hat im Endeffekt eine sehr weit entfernte Form, könnte man sagen, davon schon gemacht, weil du gehst durch die Gegend und suchst bestimmte Orte, wo bestimmte Dinge auftauchen. Geocaching ist im Endeffekt, du installierst dir eine App aufs Handy beispielsweise oder aufs Tablet, da ist es halt am leichtesten dann, wenn man es so macht. Und dann wird einem angezeigt, da wo du jetzt gerade bist, in der Nähe gibt es einen Geocache. Da steht meistens dabei, welche Größe der Geocache hat, ob das jetzt ein kleiner oder ein großer ist. Und das kann zum Beispiel einfach so ein kleines Döschen sein. Und dann wird dir per Koordinaten gesagt, wo dieser Geocache jetzt ist. Und dann stehst du beispielsweise plötzlich vor einer Brücke. Und dann weißt du, okay, hier irgendwo ist jetzt wohl so ein kleines Filmdöschen versteckt. Und dann suchst du dort einfach erstmal. Und wenn du das dann gefunden hast, machst du es auf. Dann ist meistens ein kleiner Stift und ein kleines Logbuch drin. Kannst du deinen Namen eintragen und eine App markieren, dass du das gefunden hast. Dann gibt es aber auch welche, wo man Rätsel lösen muss. Da heißt es dann zum Beispiel, gibt es bei uns in der Nähe eins, da heißt es, okay, du musst zu dir in der Koordinate, dann gehst du dahin, dann findest du einen See. Und dann heißt es, man soll die Bänke zählen, die man antrifft, wenn man einmal um den See herumgeht. Und die Zahl, die herauskommt, ist dann eine Zahl, die in einer zweiten Koordinate, die man bekommt, fehlt. Und von dort aus, mit der Koordinate, gehst du dann wieder woanders hin, das ist dann relativ in der Nähe, und findest dort einen weiteren Geocache. Oder einmal hieß es dann, okay, gehe zu der Koordinate, da findest du ein Straßenschild, notiere die Nummer. Dann gehst du da und dahin, dort findest du keine Ahnung was, und zähle die Buchstaben, das ist die nächste Nummer. Und so haben wir schon sehr, sehr schöne Sachen gefunden, sehr, sehr schöne Orte, wo eben solche Geocaches versteckt sind. Manchmal sind es auch größere Boxen, dann ist da beispielsweise, sind dann da ein paar Münzen und ein paar Ü-Eier-Figuren oder ein Feuerzeug oder ein Schlüsselanhänger oder irgendwas drin, und du suchst dir eines dieser Teile aus und legst selber irgendetwas Kleines rein. So eine Tauschbörse. Oder, was auch ganz interessant ist, es gibt so sogenannte Geocoins. Das sind so kleine Marken in der Regel, auch ähnlich wie Schlüsselanhänger, mit einer Nummer. Die werden im Internet dann registriert, und dann ist zum Beispiel jemand, der sitzt halt beispielsweise, keine Ahnung, in München und registriert diesen Geocoin und legt den in einen Geocache. Und dann kommen, keine Ahnung, irgendwelche Touristen aus, keine Ahnung, Italien, die in München sind und ein bisschen geocachen, und finden dann diesen Coin und nehmen den mit,
und fahren dann wieder nach Hause und legen diesen Geocoin bei ihnen zu Hause in einen Geocache und geben das im Internet an, dass der jetzt in Italien bei denen liegt. Und dann in Italien, keine Ahnung, ist ein Grieche zu Besuch. Und der macht dort Urlaub und denkt, oh, ich gehe ein bisschen geocachen, findet diesen Geocoin und ja, lokalisiert das Ganze im Internet wieder und bringt ihn zu sich nach Griechenland. Und plötzlich stellst du fest, dass dein Geocoin, den du in München in einen Cache gepackt hast, auf einmal, keine Ahnung, in Asien oder so liegt. Also eine ganz interessante Sache. Ich kann euch Geocaching auf alle Fälle nur sehr empfehlen, weil man dadurch zum einen teilweise unheimlich schöne Orte findet. Wie gesagt, wir haben hier von uns keine 10 Minuten weg einen unheimlich schönen Ort, der so toll ist. Ich hätte das vorher nie gefunden. Hat was mit Abfluss, nicht mit Abfluss, ja, mit größeren Rohren zu tun. Ich glaube, das ist damals mal so ein Überlaufbecken gewesen mit einem riesengroßen Rohr. Es ist stockenduster, da kann man reingehen und sieht alles voll klasse aus. Und auf der Seite sind ganz kleine Röhrchen, wo halt dann so Namen dran geschrieben sind, wo halt dieses Wasser herkommt. Das sieht irgendwie total klasse aus. Ich muss gucken, ob ich das Bild finde, dann blende ich euch das hier ein. Ja, dann der Thomas schreibt, was du noch so für deinen Kanal planst, was du mit ihm vorhast. Per se soll mein Kanal eigentlich relativ so bleiben, wie er ist. Ich möchte meinen Kanal nicht großartig ändern. Mein YouTube-Kanal wird ein Let's Play-Kanal bleiben. Mein YouTube-Kanal wird kein Vlog-Beauty-Irgendwas-Kanal werden. Ich weiß, es gibt viele YouTuber, die sagen, Let's Play stirbt aus, wir müssen uns was anderes suchen, wir fangen jetzt an, Real-Life-Kochen und so weiter und so fort. Das mag Spaß machen und es ist natürlich schade, wenn Let's Play-Zuschauerschaft generell weniger wird bei allen YouTubern irgendwo in irgendeiner Form oder der Zuwachs total langsam wird, auch bei den größeren. Ich weiß nicht, ich habe da noch gar nicht so drauf geachtet, dass der YouTube Let's Play, dass das ausstirbt, keine Ahnung. Aber ich habe von vielen, auch größeren, gehört, die gesagt haben, sie wollen sich allmählich in andere Richtungen orientieren. Finde ich schade, möchte ich nicht machen. Der Füllfüll, ja, der ist da für seinen Füllflock, ne? Dem geht's gut, ja, dem geht's richtig gut. Das ist so eines der wenigen Ausnahmeformate. Ansonsten wird mein Kanal immer ein Let's Play-Kanal bleiben. Ich bin immer wieder gerne für Vorschläge offen. Ich mache auch gerne mal ein Unpacking, wenn irgendwas Schönes ansteht. Aber per se soll das hier ein Let's Play-Kanal bleiben. Und ich habe zwar schon öfter überlegt, auch mehr Stream-Aufnahmen auch auf YouTube hochzuladen, aber dann glaube ich, wird das alles ein bisschen überladen. By the way, es kommt demnächst ein kleines Together mit jemandem, den manche von euch vielleicht schon kennen. Und ich hoffe, dass euch das gefallen wird. Es wird ein sehr, sehr witziges Together. Also wenn ihr Battleblock Theater gemocht habt, dann werdet ihr, denke ich, dieses Projekt auch mögen, weil es sicherlich genauso witzig werden könnte. Würde mich auf alle Fälle freuen, wenn es euch gefällt. Ja, und dann habe ich noch einen Kommentar bekommen. Und ich muss jetzt nochmal suchen, weil ich habe gerade die Kommentare durchgeklickt gehabt und habe sie mir schon mal abgespeichert. Ich habe natürlich viel, viel mehrere Kommentare bekommen als die, die ich euch jetzt hier eingeblendet habe. Aber ich habe mir mal so ein paar rausgesucht. Und unter anderem war ein Kommentar dabei, den ich aber jetzt gerade nicht auf Anhieb gefunden hatte. Ich muss mal nochmal gucken, vielleicht war ich einfach nur zu doof zu lesen. Und zwar meinte jemand, ob ich mal Fanarts zeigen könnte. Und da habe ich mir so gedacht, ja gut, das könnte man natürlich mal machen. Und zwar habe ich tatsächlich auch was rumliegen. Und zwar habe ich zufälligerweise vor wenigen Tagen das hier bekommen. Das ist eine Postkarte aus Hohensalve. Das ist 1829 Meter weiter oben scheinbar. Beziehungsweise die Postkarte selber bildet das halt ab. Und hinten drauf eben, warte, Moment, machen wir mal so. Ich meine, die Adresse, ihr könnt sie sowieso im Impressum sehen, aber ich decke sie mal trotzdem ab. Eine kleine Postkarte. Und zwar, liebe Julia, seit 9 Tagen bin ich jetzt schon im Urlaub auf dem Bauernhof Hofbichl in Tirol. Liebe Grüße, dein Benedikt. Und das hat mir der liebe Benedikt zugeschickt. Und ich habe mir total gesagt, so, oh, was ist denn der? Mein Freund geht ganz normal zum Postkasten und kommt da wieder. Sagt er, hey, da ist eine Postkarte für dich. Ich so, okay, da, guck. Und so, oh. Cool. Hat mich tierisch gefreut. Ist eine sehr, sehr coole Sache. Vielen, 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 vielen lieben Dank dafür. Kriegt auf alle Fälle einen schönen Platz bei mir. Ja, ich habe tatsächlich alles, was ich bis jetzt so zugeschickt bekommen habe, immer schön auf die Seite gesammelt. Ich habe hier hinten so eine Schublade, da sind ein paar Sachen drin. Die habe ich auch immer schon auf Instagram gepostet. Das hier zum Beispiel habe ich schon ein bisschen länger. Das habe ich auch auf Instagram gepostet. Da war aber auch mehr dabei. Da war noch eine Schokolade dabei und ein Energy Drink und Katzenleckerlis und noch eine andere Schokolade und eben das da. Und das ist zum einen
Muss ich mal kurz ein bisschen sortieren. Ist zum einen ein Brief dabei, den werde ich jetzt erstmal nicht vorlesen. Und eben ein Survival Guide. Und das fand ich total klasse. Und zwar, der Survival Guide ist ein Helfer für alle Katastrophen, die das Leben bereithält. Zombie-Apokalypsen, Geister, etc. Durch den Guide wird die Überlebenschance um 100, um 1,01% erhöht. So sieht das Ganze aus, alles schön handgeschrieben. Und dann eben Essen. Wichtig, wenn eine Apokalypse oder ähnliches ausbricht, ist Essen. Es stärkt den Körper und beruhigt den Geist. Stimmt, es waren selbstgemachte Plätzchen mit dabei. Und das war der Punkt 1. Trinken, das war der Energy Drink. Bist du in einer Krisensituation und dir geht die Energie aus, trinke einfach diesen Trank und dein Energielevel wird kurzzeitig wieder aufgefüllt. Dann, dass die Katzenleckerlis waren Punkt 3. Essen für Kameraden. Ebenfalls wichtig ist Essen für deine Kameraden, denn ohne Kampfkraft ist die Schlacht verloren. Und die Schokolade war dann Punkt 4. Entspannung, das Wichtigste ist, einen kühlen Kopf zu bewahren und den Überblick zu behalten. Entspanne dich und leg ein kleines Päuschen ein. Das war ein unheimlich schönes Geschenk von der lieben Jojo, von der lieben Katzenklo aus dem Stream. Hat mich tierisch gefreut. Und da war das hier mit dabei. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Ich fand das richtig, richtig klasse. Das ist meine Char aus Guild Wars 2. Not der Katze heißt sie. Und Not der Katze ist ja eigentlich eine Elementarmagierin. Aber Not der Katze war ursprünglich mal eine Kriegerin. Das war meine Anfängerkriegerin, mit der ich so quasi, wenn ich mit Leuten angefangen habe, von die Guild Wars noch gar nicht kannten, habe ich mir auch einen Low-Level-Charakter erstellt und das war Not der Katze. Und so sah die eben aus, bevor sie vom Krieger zum Ele geworden ist. Ja, das von der lieben Jojo. Das Bild finde ich halt total klasse. Ich habe das richtig gefeiert. Ja, und das habe ich auf der Gamescom bekommen. Ein Origami, ein sehr aufwendiges Origami. Das besteht aus lauter kleinen Einzelteilen. Das ist ein kleines bisschen knuddelig. Es ist beim Transport zur Gamescom, da hat er das schon gesagt, da ist es ein kleines bisschen verknuddelt. Und ja, klar, bei mir ist es, glaube ich, auf dem Weg heim auch ein kleines bisschen weiter verknuddelt. Aber es geht eigentlich. Eigentlich ist es schön rund. Doch, man kann nichts sagen. Es ist schön rund. Er hat zwar gemeint, so, ja, wenn irgendwer seins den Ding nicht überstanden hat, den Transport, dann macht er gerne nochmal Neues. Aber nö, das passt. Es ist richtig schön. Er hat mich ja auch gefragt, was meine Lieblingsfarbe ist. Ich habe gesagt, schwarz ist tatsächlich meine Lieblingsfarbe. Und dann hat er mir das gebastelt. Und das kriegt natürlich auch ein schönes Plätzchen. Ja, ansonsten habe ich jetzt gerade nichts da. Das Einzige, was ich da hätte, da muss ich aufstehen für. Mir erstmal Knie anhauen. Ich mache komische Geräusche. Das ist das da. Das da. Das habe ich damals auch zugeschickt bekommen. Da war auch ein kleines Mew-Figürchen mit dabei und ein Brief und so weiter und so fort. Und das hängt tatsächlich bei mir im Zimmer. Jetzt muss ich das nur wieder hinhängen. Sekunde. So. Genau. Also das hängt tatsächlich in meinem Zimmer, weil ich das halt total klasse finde. Ich bin totaler Fan von Mew. Genau, das ist so viel zum Thema Zuschauerpost beziehungsweise Fanarts, was ich so bekommen habe. Ja, Fan hört sich immer so komisch an. Ich sage lieber Zuschauerarzt. Hört sich besser an. Fan ist irgendwie so, hört sich komisch an. Das bin ich nicht. Ich bin ein stinknormaler Mensch. Das sind Zuschauer. So, was gibt es noch? Das glaube ich war's. Genau, ich glaube, das war's für den heutigen Phil-Vlog. Phil, bist du müde? Guck mal, hab dir extra dein Lieblingsham-Ham geholt. Ein Zebra. Magst du kein Zebra? Aber du bist doch schon Zebra-Fan. Oh, Phil mag kein Zebra. Da wird die Kamera doof. Okay, Phil ist müde. Oh, so müde. Ja. Och, Gottes Willen. Bist schon fertig, ne? So viele Leckerlis gefuttert, dass ihm sogar die Bürste scheißegal ist. Er mag die Bürste normalerweise nicht. Oh. Ja, so viel zum Thema Fellflock. Ich würde sagen, dann haben wir das Ende jetzt erreicht. Wenn ihr also irgendwelche Fragen habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare rein. Und ja, dann gucken wir mal, was der nächste Phil-Vlog so bringt. Nach wie vor gilt, ich habe keinen festen Zeitrahmen geplant, wann die nächste Folge erscheint. Ich mache das immer relativ spontan. Wenn ich ein bisschen was habe, was ich zusammensammeln kann, dann mache ich einen neuen Phil-Vlog. Und warte, Twitter hat, glaube ich, nochmal was. Twitter? Nee, okay, passt. Twitter hat nichts mehr. Ja, dann.
Hab ich nichts mehr. Oh, ich müde. Ich Katze müde. Katze schlafen. 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 Hallo? Schlafen? Man kann mit dem alles machen, wenn der müde ist. Das ist halt das Schlimme. Du kannst mit dem wirklich alles machen. Kannst den knuddeln, kannst den ärgern, kannst mit dem. Du kannst mit dem alles machen, wenn der müde ist. Alles. Guck dir das an. Alles. Katze. Müde. Du kannst mit dem alles machen, wenn der müde ist. Das ist so süß. Na, Fifi. Ja, ihm geht's halt einfach gut, ne? Der hat einfach engstes Vertrauen oder heftigstes Vertrauen. Was? 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 Lass mich schlafen. Oh oh. Fifi? Füllfüll ist fertig. Ihr seht schon, der Füllflock ist äußerst anstrengend für diese Katze. Er ist müde, er braucht seinen Schönheitsschlaf jetzt, ne? Ne? Wie alle Schauspieler, die brauchen auch ihren Schönheitsschlaf und ihre Ruhe. Katje, sag noch mal tschüss. Kannst dann alles mit dem Mann. Katja? Katze tot. Nein, natürlich nicht tot. Katze fertig. Katja? Tschüss. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.